Hallo liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, willkommen zurück zu Let's Play Age of Empires: The Rise of Rome. Tach. Ah, okay, nicht Ja, schlecht. Salut. Tach, hallo. Gut. Also ja, liebe Leute, wir haben das letzte Mal Mithridates ganz klar und deutlich erklärt, dass es eine blöde Idee ist, unsere Provinzen in Kleinasien zu holen. Ne? Ja, haben wir. Ja, und somit war eigentlich Rom aufgestiegen, endgültig. Und ja, das war die erste Kampagne, die ist jetzt zu Ende. Und es geht weiter mit Ave Caesar. Zu Deutsch sei gegrüßt Caesar oder sei gegrüßt Kaiser. Genau. Denn Kaiser Richtig. kommt ja vom Caesar, wobei lustigerweise Caesar ja kein Kaiser war, Richtig. sondern erst sein Großneffe. Und Adoptivsohn Augustus, oder? Das weiß ich jetzt wiederum nicht. Ich weiß nur, Ich. dass Cäsar von ihm kommt. Also, dass das Ja. Cäsar Ja, Kaiser von ihm er kommt. war zum Schluss seiner Regierungszeit quasi der alleinige Herrscher, aber offiziell war es noch eine Republik. Richtig, es Genau, kam nicht mehr so ganz dazu, ne? er war sowas wie Konsul auf Lebenszeit, der Jungs und Schnickschnack. Ja, sowas war er. Ja, und sein Adoptivsohn Augustus hat dann die Macht irgendwann mal an sich gerissen, nachdem Caesar ermordet wurde von den Republikanern, die gegen einen Kaiser waren. Ja. Blöd. Und ja. Aber ja, eben, Kaiser kommt vom Caesar. Caesar war kein Kaiser. Und so weiter. Ja, egal. Es kommt wahrscheinlich noch. Obwohl, nein, wir gewinnen ja meistens von dem her. Es kommt wahrscheinlich noch irgendwas Geschichtliches dazu. Vielleicht gibt es so eine alternative Geschichte. Ah, ja. Wo Caesar in der Zeit zurückreist, in den Zweiten Weltkrieg Genau, und eine Einstein alternative entführt. Geschichte. Und deswegen werden die Inkas die große Seemacht. Richtig. Genauso. Und erobern Europa. Ja, genau. Und Asien. Und Amerika. Eigentlich die ganze Welt. Ja. Na, aber Antarktis nicicht. Also Ja, der und Pinguin Grönland Clan, auch nicht. der kann sich halten. Und Grönland auch nicht. Ja, wer will schon Grönland? Außer mir. Was? Was hast du gegen Grönland? Ich habe nichts gegen Grönland, aber ich habe das Gefühl, ich wäre der Einzige, der Grönland gern hätte. Alle anderen sagen, kalt. Ach, nö, nö, nö. Okay, ja gut, also. ja. Let's play. Caesar gegen Seeräuber, also hatten sie doch noch recht mit Seeräuber. Hä? Aufstieg Roms. Ende vom Aufstieg Roms, heißt er noch? Ja, ich erinnere mich. Also jetzt ist Mithridates weg, jetzt sind wir die Größten, jetzt können wir mal die Seeräuber, die unseren Handel anpöbeln, Greifen kaputt uns machen. die Seeräuber an. Angriff auf Rom. Die Genau, Seeräuber. genau, genau. Also, Caesar gegen Seeräuber, extrem schwierig. Gucken wir mal, was da läuft. Ah, Korsika. Alles klar. Ja, Geschichte. Als junger Mann war Caesar von Piraten entführt und an ihrem geheimen Stützpunkt wegen Lösegeldforderungen festgehalten worden. Die Seeräuber lachten ihn aus, als er sagte, dass er eines Tages zurückkehren und den Stützpunkt zerstören würde. Er hielt jedoch sein Versprechen, rüstete auf eigene Kosten zu einer kleinen Flotte auf, kehrte zu den Inseln zurück und zerstörte das Piratennest. Oh, ja. Ich? Das habe ich gar nicht gewusst. Ja, nein, das stimmt. Wow. Caesar, ja. Er war eigentlich ein recht geiler Badass. Also es ist nicht nur, dass er ein guter General war, als er mal viele Truppen hatte, sondern er war von einer reicheren Familie und der konnte selber kämpfen, der war ein guter Stratege, der war in allem wirklich verdammt gut. Der Typ war wirklich episch. Und ja, er wurde mal von Seeräubern gefangen genommen. Die haben dann Lösegeld verlangt und ihn freigelassen. Nachdem sie das Geld gekriegt haben, das war blöd, weil. Er kam zurück, ja. Ja, er kam zurück. Genau. He was Okay. back, ja. Wie ein Terminator. Naja, die Seeräuber hatten über viele Jahre von ihren Stützpunkten aus auf Korsika, Sardinien, den Balearen, in der Ägäis und an der Adria römische Schiffe geplündert. In einer Welt, in der römischer Einfluss und Macht wuchsen, verursachte die Piraterie dem Handel gegenüber erheblichen Schaden. Was habe ich gesagt? Was habe ich ge Irgendwann mal kommt es einfach scheiße, wenn du sowas machst. Ja, richtig.
Die Operationen gegen Seeräuber blieben in den Jahren zwischen 79 und 68 vor Christus ohne Erfolg. Unter der effizienten und energischen Führung von Caesar und Pompeius konnten die meisten Piratenstützpunkte zerstört und der Handel am Mittelmeer relativ sicher gemacht werden. Ja. Aber gut, eben, Caesar hatte dann auch so den kleinen Vorteil, dass er zumindest einen Stützpunkt Schon mal gekannt hatte, kannte. ja. Ja. Wenn du den mal holst, dann lässt du noch ein paar leben, quälst sie ein wenig, dann sagen sie dir, wo man sonst noch suchen kann und dann ist die Sache schnell erledigt. Gut, du musst dich nur erinnern, wo der Stützpunkt war. Ne? So, Sack über den Kopf. Ja, es muss schon ein massiver Sack sein, dass du nichts siehst. Also, das sollte man schon noch hinkriegen, ne? Ja, gut, ja. Wow. Gut, ich meine, Ja. nicht mal unbedingt Sack über dem Kopf. Ich meine, wenn du einfach so auf der Insel, nein, also so durchs Mittelmeer durchsegelst bis zum Stützpunkt, find heraus, wo du jetzt bist. Ja, auch wieder wahr. Gut, es sei denn, du kannst die Sterne lesen. Ja, gut. Dann vielleicht. Das haben sie von ihm sicher nicht erwartet. Sie haben, glaube ich, nicht viel von ihm erwartet. Nein, gar nicht. Sie haben ihn nur ausgelacht. Bis, Ja. ja. Ja, bis er dann, Bis zu ja. dieser Mission. Caesar führte dann einige Feldzüge in Iberien, wodurch der übrige Teil der Halbinsel unter römische Herrschaft fiel. Ah, okay, eben, es war nicht eine Provinz, sondern Iberien ist die ganze Region. Als Belohnung für diese Erfolge wurde er Mitglied des Triumvirats, einem inoffiziellen Bündnis mit Pompeius und Crassus. Die drei Herrscher konkurrierten im Wettbewerb um die Herrschaft Roms miteinander, während sie die Verantwortung für den Rest des Reiches aufteilten. Genau. Ja, es war ja auch, ich glaube, Caesar und Pompeius haben den Spartakusaufstand geschlagen. Und oder Crassus auch noch. Okay. Ja. Keine Ahnung. Also die zwei bis drei von dem Triumvirat haben da gegen Spartacus gekämpft und schlussendlich dann den Spartacus wirklich gekaputtet. Um das so auszudrücken. Aber vielleicht kommt noch so eine Mission dazu, dann habe ich jetzt zu viel erzählt. Scheiße. Kann sein, Spoiler, gut Spoiler, sein, kann Entschuldigung. gut sein. Caesars koloniale Pflichten verwickelten ihn in eine Reihe von Feldzügen in Gallien, dem heutigen Frankreich, Germanien und Britannien. Ja, Germanien erklären sie dann wieder nicht. He? Heutiges Deutschland, ja, Britannien, heutiges Insel, Ja, England, was? Großbritannien, da muss man nicht groß was erklären. Okay, also Caesar gegen die Seeräuber, 67 vor Christus. Die Seeräuber stellen im Mittelmeerraum seit Jahrzehnten für den Handel eine Plage dar. Jetzt, da wir über den größten Teil der Mittelmeerküste herrschen, liegt es in unserer Macht, die Piratennester von der Landkarte zu radieren und die Handelswege am Mittelmeer verdammt, Entschuldigung, vor der Räuberei zu sichern. Ja, ich hatte nicht genügend Luft in der Lunge. Hab mich, ja, überschätzt. Ihnen ist die Verantwortung für diese Gebiete übertragen worden, sowie der Auftrag, die Seeräuber zu vernichten. Okay. Okay, zerstören Sie alle feindlichen Häfen. Aha, also nicht mal die Seeräuber selber, sondern nur ihre Häfen. Falls Caesar stirbt, ist diese Mission verloren. Oh, wir haben den Caesar. Oh, toll. Wir haben den Julius. Jetzt kann nichts mehr schiefgehen. Okay, die Gegenspieler werden umso stärker, je weiter sie sich vom Rom entfernen. Ah, standen wir in Rom. Interessant, okay. Lustig. Landangriffe sind das beste Mittel, um manche Häfen zu zerstören. Ah, okay. Gut. Gut. Starten wir. Okay, alles klar. Große Karte. Ein Cäsar nehme ich jetzt mal an. Gut. Da haben wir schon das Meer. Mal, wo ist Rom? Ja, wo ist Rom? Wir müssen erst mal Rom finden. Wir sind schon sehr weit weg von Rom, offensichtlich. Okay, Cäsar, zeig mir mal. Zeig mir mal, was wir da finden. Ich meine, er hat ordentlich was drauf. Hey, Der ja, Typ klar. ist. Regeneriert wahrscheinlich nicht so wie in den späteren Spielen, dass die Helden tun, aber.
Was? Welches? Zum Beispiel Mythology. Ja, gut. Ja, gut. Ja, aber auch nur in der, wie heißt das? In der Kampagne. Ja. Oder, wenn du gegen die KI einfach so spielst, dann haben die Helden leider keine Regenerationsfähigkeiten. Richtig, richtig. Okay, also wir sind da schon auf italienische Serie übergestoßen. Okay. Relativ Das läuft ja sicher. gut. Das Ja. läuft ja gut. Ja, so weit ist es eigentlich. Oh, Gold haben wir auch gefunden. Gold, Guck mal, ihr sehr habt schön. Gold. Wieso müsst ihr überhaupt... Ah, ich frage gar nicht mal erst. Wir hatten das schon. Ja. Ich finde die Idee sowieso blöd. Ja. Irgendwas Großes anzupöbeln. Dann, man muss einfach größer sein. Sollte Vorbereitung. man eigentlich sein, ja. Sonst ist es immer schwierig. Gut, es hat recht lange funktioniert, aber. Ja, klar, eben, vor allem solange Rom zum Beispiel im Krieg ist gegen das und dies und jenes und sie müssen jetzt dort noch aushelfen und sonst irgendeinen Crap, dann haben sie eh keine Zeit, irgendeinen scheiß Schiffhanger zu suchen. Richtig. Es ist halt recht schwierig, die zu finden und auszutreiben. Es ist schon ein großer Aufwand. Aber Oh, man muss sich was? einfach darauf verlassen, dass der das nicht macht. Oh, wow. Guck mal, wir sind schon mächtiger als, ja, unsere Na, Gegner. Punkt. Ja, stimmt. Teammäßig, ja. Gut, die Korsiker sind stärker, aber. Okay, ja, alles klar. Also. Lass das. So, Cäsar sollte ja nicht sterben, also bleibst du mal irgendwo hinten. Es geht. Also man kann die Helden ziemlich gut einsetzen, habe ich rausgekriegt. Ja, Habe ich schon, auch aber. lange nicht gewusst. Ich habe die früher auch immer hinten abgestellt. Ja gut, sobald ich Priester habe, werde ich ihn definitiv in den Kampf schicken. Er hat ja ordentlich was drauf. Gib ihm einfach eine separate Nummer. Hot-Nummer, ja. Ja, natürlich. Damit du ihn immer schön rausziehen kannst. Aber das ist echt noch eine gute Sache. Oh, ein Dorfbewohner, cool. Sehr schön, sehr schön. Ein Platz, der förmlich nach Lagergrube schreit. Ja, würde ich auch sagen. Was haben wir denn da so Lustiges? Wow, das sieht noch cool aus. Cool. Sieht echt Ja, cool aus. hübsch. Ja. Nett. Okay. Richtig. Also wo müsste man theoretisch überall verteidigen, falls in Landangriffe kämen? Hier Wahrscheinlich und versuchen sie da zu landen. gab es Ich hinten schätze auch was? Ja gut, sie können da schon überall landen. Ah, Mist. Die Frage Aber ist, ob sie okay. das tun. Und normalerweise geht ja der Gegner so mehr oder weniger frontal drauf. Richtig. Ziemlich sicher, ja. Also, aber ich würde sagen, wir hauen mal Ja, schon mal ich eine würde auch Flotte sagen. raus. Die sollte uns decken. Was ist das? Kannst du mal reparieren? Das könnte noch eine tolle Mission werden. Ja, Wenn man die es. jetzt so suchen muss und die sind überall verstreut, dann wäre Ja, das schon ja. nicht schlecht. Definitiv, ja. Okay, Korsiker sind auch da. Die sind auch etwas stärker als die Italiener. Ah, ja. Alles klar. Ich sehe es. Okay, gut. Aber soweit können wir es halten. Ja, das wird sicher. Ja, blöd, wenn ich mit. Oh nein, oh nein, nein, Oh nein, nein. nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh, Wow, Fisch. aggressives Vorgehen der. Oh. Okay, sehr aggressives Vorgehen der Piraten. Uiuiui, okay. Wisst ihr Trick was? Siebzehn? Ja, genau. Genau. Ihr mich auch. Tschüss. Wir sehen es da hinten, da hat's auch Holz. Ja. Und wir haben ja tolle Holztruppen, also das ist ja kein Problem. Das Gold können wir uns auch immer noch holen. Ja. Also Sehr Jungs. schön. Und wir haben sogar genug für eine Lagergrube. Ja, gut, für Ah, für das Ming Dorfzentrum nicht. Ja. ist ganz Leider nicht, ernst. aber passt, passt. Lagergrube reicht. Also, Trick 37. Genau. Ich will Priester haben. Ja, stimmt. Gute Idee. Okay, bin ich auch.
Wenn wir Glück haben, kann unser Feind keine Träme bauen. Was ist er denn von Nation her? Oh, stimmt. Grieche, doch, kann er. Römer, ja, er kann definitiv. Vielleicht macht das nicht, weil er Seeräuber. Obwohl, die hatten, glaube ich, zum Teil auch ziemlich coole Schiffe, oder? Ja, schon. Da hatte da so Branddinger. Aber die muss man ja nicht entwickeln. Ich meine jetzt in der Realität, aber. Aha, ja. Ja, natürlich hatten sie, also sie mussten was Gutes für die See haben, sonst wäre es ja blöd. Okay, alles klar. Ich würde sagen, schneller laufen lassen. Ja, weil. So, mal schauen, was er jetzt macht. Er bleibt stehen. Er scheint uns nicht zu suchen, wie immer. Gut. Ist auch ist doch schön. Das ist absolut. Ich sag nichts dagegen. Wir sollten uns nicht beschweren, weil sonst hätten wir jetzt hier wenig Chancen. Ja, das stimmt auf jeden Fall, ja. So, ich würde sagen, Dorfzentrum. Irgendwo, irgendwie. Hat er einen im Age of Mythology gesucht? Ich habe einmal mich auch versteckt, da hat er mich nicht gefunden. Okay. Ja. In Mythology? Ich meine schon, aber ich weiß nicht, wie effizient das ausgeht. Aber ich glaube schon, ja, dort hat die KI das schon drauf gehabt. Aber er hat dann irgendwie konnte er, glaube ich, da nicht landen, das war das Problem. Ah ja, genau, wir haben uns ja mal auf einer Insel versteckt. Oder ich habe mich, da warst du, glaube ich, bei der Mission nicht dabei, aber... Nein, ich war da nur einmal dabei, bei einer Mission. Ja. Wo ich dir geholfen habe, ein bisschen. Ja, genau. Aber ich habe mich eben auch, als ich es allein gespielt habe, mich irgendwo versteckt. Ja. Nein, da gab's, was war das? Die zweite Mission der Titans Expansion. Richtig, dort war gegen das. Die Griechen, genau. Dort habe ich ja mich irgendwann mal auf irgendein so Kackinselchen verkrochen, ganz viele Truppen ausgebildet. Das ist also ein Feld mit unendlich viel Nahrung, Marktplatz, viele Truppen und dann einfach ganz schnell landen und Dorfzentrum zerstören, weil das war das Missionsziel. Genau, ich habe das gleiche gemacht, aber ich glaube, ich habe mich damals auf mehreren Inseln verbarrikadiert. Einfach auf allen ein bisschen. Weil ich Angst hatte, dass er mich auf der einen findet. Ja, er hat, glaube ich, mich schon gefunden, aber das hat ihm einfach nicht viel geholfen. Okay. Er konnte einfach nicht auf die Insel kommen, das war halt das Blöde. Ja, ich weiß nicht mehr, wie die Karte ausgesehen hat. Ist ja auch egal. Yeah. Könnt ihr ja nachschauen. Genau. Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, es gab gar nicht mehrere Inseln. Es gab einfach solche von Gebirge abgetrennten Bereiche. Ah, ja, genau. Aber man konnte eben nur mit einem Schiff dort hinkommen. Genau, dort konnte man sich auch gut verstecken. Genau, irgend sowas war da. Naja. So, das ist schon mal gut durchholzen. Schau mal, die Bäume wachsen am Abhang. Ja, am gut, Abhang, aber jetzt kriegen wir sie nicht. Hä? Dumm. Tja, Pech. Gut für den Baum. Ja, Survival of the Fittest, Darwinismus. Genau so ist es. Der auf dem Stein wachsen kann, der hat halt einfach bessere Chance. Definitiv. In dieser Welt schon. Mhm, mhm. Ah, Bauer. So, wie gehen wir vor? Streitwagen. Dann hauen wir mal da weg. Und das Gold für die Streitwagen, für die Upgrades. Für Upgrades. Meinst du, wir kommen daran? Könnt schon drinlegen. Ich kann mir vorstellen, ja. Können drinlegen. Ja, notfalls hauen wir sie zuerst mal mit dem. Mit der normalen. Oder ganz einfach Trireme und tschüss. Geht auch. Ist ja grundsätzlich kein Ding. Holz haben wir. Ja, Holz haben wir genug. Okay. Gut. Ja, Platz ist so ein Ding hier. Allzu viel Platz passt ja eigentlich nicht. Ich meine, ein Marktplatz vielleicht noch, aber ich weiß gar nicht. Wahrscheinlich hast du wieder alle Upgrades, außer das Holzfäller. Ja, stimmt. Wir sind Reisenzeit, das stimmt auch wieder. Gut, das Holzfäller-Upgrade wäre schon noch gut, aber... Mhm. Ja. Okay. Ja, aber jetzt läuft's. Jetzt läuft's. Ja, es geht immer recht schnell eigentlich. Ja, jetzt habe ich ja auch Dings. Marktplatz. Da. Irgendwo
hin kann. Ich baue so ungern an der Küste, wenn wir gegen Piraten spielen. Ich weiß auch nicht wieso. Verstehe ich, ja. Habe ich so Bedenken. So. Jetzt ist die Frage, ich glaube, es ist die Null jetzt. Die 40. Folge oder so. Okay. So, Leute, aber das wär's eigentlich schon mit der Folge. Und falls ihr sehen wollt, wie wir uns jetzt aus dieser kniffligen Lage rauswürgeln, denn wir müssen ja natürlich Cäsars Ehre retten. Er wurde ausgelacht von Räubern und das geht gar nicht. Dann müsst ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein. Also, liebe Freunde, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao. Bis dann.